Für dieses Lernvideo habe ich etwas ganz Leckeres vorbereitet. Eine Pizza liegt hier am Tisch. Ja, und wie ihr sehen könnt, habe ich bereits ein Stück davon herausgeschnitten. Und dieses Stück passt auch genau wieder in die Pizza hinein. Wie ihr sehen könnt, hat die ganze Pizza jetzt die Form eines Kreises. Gut, nehmen wir das Stück jetzt wieder heraus und sehen uns dieses Teilstück einmal genauer an. Dieses Pizzastück hier ist eben nicht nur ein Pizzastück, sondern eben, wenn wir die Pizza als Kreis sehen, wie wir gerade gesagt haben, auch ein Teil des Kreises. Und so einen ganz bestimmten Teil, so wie dieser hier aussieht, der könnte natürlich auch etwas größer und etwas kleiner sein. Auf jeden Fall diese Art von Teil nennt man einen Kreissektor. Ein Kreissektor besteht immer aus einem Teil der Kreislinie hier, die Fette in Schwarz. Diesen Teil der Kreislinie nennt man den Kreisbogen des Kreissektors. Die zwei geradlinigen Strecken hier sind nichts anderes wie der Radius. Schieben wir das Stück wieder hinein. Wie ihr sehen könnt, beginnt die Linie beim Kreismittelpunkt und verläuft bis zur Kreislinie. Also ist es wirklich der Radius. Das gilt auch hier für die zweite Strecke. Also, zusammengefasst, besteht ein Kreissektor eben aus zwei Radien und aus dem runden Verbindungsstück, das ist der Kreisbogen. Wenn man jetzt ein Lineal nimmt und die zwei äußersten Punkte am Kreisbogen, also diese beide, miteinander verbindet, dann entsteht eine Linie und diese Art von Linie, die kennt ihr bereits. Es ist nämlich eine Kreissehne. Das haben wir bereits gemacht. So, zeichnen wir am besten gleich noch einen weiteren Kreissektor ein. Dazu zeichnen wir einfach zweimal den Radius ein und bemalen die begrenzte Fläche. Fertig. Das wäre mal alles zum Kreissektor. So, und als nächstes sehen wir uns das Kreissegment an. So, dazu nehme ich jetzt einmal einen neuen Kreis und wir markieren uns als erstes zwei Punkte auf der Kreislinie. Die beschrifte ich auch gleich mit A und mit B. Und jetzt verbinden wir diese Punkte. Also, was machen wir hier? Wir zeichnen eine Kreissehne, wie ihr schon wisst. Und wir beschriften diese Sehne auch gleich mit einem kleinen S. Wie ihr sehen könnt, schließt diese Kreissehne jetzt gemeinsam mit der Kreislinie hier auf der Seite eine Fläche ein. Die male ich grün an. Diese Fläche jetzt nennt man ein Kreissegment. Es ist immer durch eine Kreissehne und einen Kreisbogen begrenzt. Und das war auch schon alles zum Kreissegment. Also, ihr habt in diesem Video jetzt da zwei Teilflächen des Kreises kennengelernt. Als erstes den Kreissektor und als zweites das Kreissegment. Und mit diesem Wissen könnt ihr jetzt das Übungsblatt G10 bearbeiten. Ich wünsche euch viel Erfolg.